ich mal. Ja, ich gebe mir die Ruhe, mach die Türklingel aus, es kommt mir keiner in die Bude. Ich geh nicht mal ans Telefon, hinterlass mir halt eine Nachricht nach dem Ton. Heute chill ich mal, ich gebe mir die Ruhe. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde RoboCraft mit mir, dem Sarius. Ja, ich bin heute nochmal alleine. Und wir haben immer noch den guten SK Panzer 1 am Start. Und machen damit noch ein kleines Deathmatch heute. Wir hier gemeinsam. Und hoffen mal, dass es da besser läuft als bei der letzten Runde. Denn da ist es ja nicht so gut ausgegangen. Gut, da haben wir auch direkt ein Spiel gefunden. Teammates, Panzer, Panzer. Oh, Panzer. Schwebeding. Wir haben keinen Kampfläufer, wie es aussieht. Cool, der hat rosa eine Schilde, nice. This is Team Deathmatch. Kill the enemy team to win. Hab irgendwie immer das Gefühl, ich bin immer der Einzige im Team, der kein Premium hat. Und meistens doch irgendwie der, der sich am ehesten traut vorzufahren, reinprescht. Nochmal einen Abschluss machen kann. Ich glaube, ich habe jetzt gute Mates. Ja, die scheinen stark zu sein. Und mein Radar, was ich vorne dran habe, das spottet schön von alleine. Und dann gehen wir mal den Sturmpanzer wieder rein hier. Ich halt rein. Ich halt voll drauf. Das Geschütz nehmen wir den noch weg. Oh, das hat er gar nichts mehr. Ja. Und der wurde mir gesnackt. Ja, wieder so ein Schild. Und auch ein EMP-Schlag. Ich kann nichts machen. Abhauen. Erstmal, ich muss mir erstmal racken. Denn mein Panzer sieht nicht mehr aus wie ein Panzer. Aber jetzt, jetzt kommen wir da rein. Versuchen wir uns mal den Spinnenläufer dazu holen. Die Designs an sich finde ich alle ganz cool, diese Runde. Den Spinnenläufer will ich mir auch irgendwo mal bauen, aber dann fehlt mir diese Ingame-Währung dazu. Beziehungsweise Teile an sich. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so ordentlich Fresse kriege über den Flugtyp hier. Ah, manchmal rede ich auch ein bisschen zu viel. Ist in Real Life auch so, ich rede gern, ich erzähle gern. Deswegen eins meiner Hobbys auch immer noch so ein bisschen literarisch aktiv. Damit ich das, was sonst aus der Schnauze kullert, eher mit der Hand oder besser mit der Tastatur aufs Papier bringen kann. Ist eine willkommene Abwechslung und meiner Meinung nach auch ein besseres Hobby als, was weiß ich, keine Ahnung, sich jeden Tag zu besaufen und nur auf der Couch rumzulungern. Da mache ich lieber was Nützliches, was mir Spaß macht. Neben meiner Arbeit, die mir auch Spaß macht und natürlich meinem Lieblingshobby, im Zocken. Was mir, naja, das brauchen wir gar nicht fragen, was mir sowieso Spaß macht. Das würde ich nicht machen, also das hätte ich mir keinen teuren Gaming-Rechner geholt. Oh, EMP-Schlag, scheiße, geschafft. Dem haben wir aus dem Schiff weggerotzt. Jetzt attackiere. Kriege ich den? Jawoll. Und ich bin eingekesselt. Scheiße. Komm, den Spinnläufer, den machen wir.
mal Teamwork auf den Sprintläufer hier. Damit er zügig down geht. EMP, nein, der hat mich drin festgehalten. Fuck. Kann ich jetzt nicht weiter auf den Sprintläufer gehen, dann muss ich erstmal aus dem gehen, ja. Ja. Warum rammt der mich immer mit seinem Scheiß? Mit seinem Scheiß Rammsprung da vorne ran. Ich hab mich noch eingeschwitzt. Komm, den will ich machen. Ah, super, ich hab kein Geschütz mehr. Ach, Mann. Verdammte Scheiße. Wie sieht's aus? 3-2, immerhin positiv noch. Und insgesamt 13, nice. Bis jetzt noch vorne, dann will ich mich auch gar nicht beschweren. So, dann preschen wir wieder vor. Mit unserem, ja eigentlich, man könnte sagen, ist doch ein ganz moderater Panzer. So an sich, er macht Damage. Er ist einsetzbar vielseitig vor allen Dingen. Ich kann auf Panzerwagen gehen, ich kann auf Kampfläufer gehen, ich kann auf Flieger gehen. Er hat den Vorteil, ich habe halt noch eine Hauptkanone, das heißt, hier feuert alles auf einmal raus. Ich muss ja nicht erst umschalten zwischen, was weiß ich, Flakkanone und dann schweren Laser. Nein, ich habe einfach die leichten Laserkanonen. 14 an der Zahl. Als Hauptbewaffnung. Das geht eigentlich auch ganz gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich down gehen. Ja, ich gehe jetzt down. Keine Waffen mehr. Und da bin ich weg. Nice. Haben wir jetzt mitgenommen. Ja, die Runde holen wir uns. Stellen wir nochmal ordentlich vor. Ich habe von dem Panzer auch, also das war mir wichtig, ich habe viele Teile an dem Ding verbaut. Der hat ziemlich hohe CPU-Wert. Der hat überall doppelte Wände. Mindestens doppelt. Da wo die diese Kanten dran sind außen. Das sind sogar dreifache Wände. Damit ich auch ein bisschen Beschuss standhalte. Einzige, was ich noch irgendwie verbessern muss, ist der Schutz meiner Bewaffnung, weil die geht mir immer viel zu schnell flöten. Wie man jetzt sieht, ich habe noch die Hälfte an Leben, aber noch zwei Waffen. Okay, ich glaube, die verfolgen mich nicht. Zwei, eins, komm, eine noch. Nice. Dann machen wir Kehrtwende hier. Unser Spinnenläufer ist mir, glaube ich, im 1 gegen 1 ebenbürtig. Und da wischen leider die alleine. Der ebenbürtig ist der noch nicht. Nice! Das Kill gemacht. Super. Richtig nice. Jetzt bestimmt wieder eine schöne Kiste aufheben. Stufe 4. Na endlich. Na komm, dafür kriegen wir doch bestimmt auch irgendwas. Irgendwas für einen Stufenaufstieg werden sie uns doch auch geben, sicherlich. Ja, da eine Kiste. Sicher, ja, die ist bestimmt für einen Stufenaufstieg, nehme ich mal stark an. Was ist das denn? Frontlaser. Schnellfeuerlaser. Cool. Schweben, okay, das brauchen wir nicht. Frontlaser Wespe, okay. Und ein Ruder. Ja, das ist in allem gar nicht schlecht so. Ja, kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Und hier ist die Diamantkiste für bester Spieler der letzten Runde. Und ich bin ehrlich, ich hätte jetzt dieses Mal lieber das da hinten gehabt. Aber, okay, nehme ich alles mit.
Und dann würde ich sagen, hänge ich noch eins dran, wie immer. Mach mal wieder zwei Runden. Ganz leger, ganz locker hier. Wieder mit unserem SK Panzer 1. Der immer noch, ich kann es immer nur wieder betonen, der geht richtig gut für einen Anfängerpanzer. Aber ich brauche unbedingt noch Panzerung, Schutzschilde und bessere Waffen. Denn man merkt, mit aufsteigendem Level steigen natürlich auch die Gegner ordentlich auf. Da haben wir zum Beispiel jetzt Fliegertypi, hier haben wir so einen extrem fetten Kampfläufer wieder. Zwei Fliegertypis. Ich glaube, bin ich der einzige Panzer? Na super, ich bin der einzige Bodenkämpfer. Das heißt, ja, ich bleib beim Kampfläufer auf jeden Fall. Das sind die einzigen beiden Bodeneinheiten. Oh, und ich sehe schon Raketen anfliegen. Oh, der erste von uns ist schon down. Okay, der scheint easy zu knacken. Ich warte jetzt mal hier drin. Erstmal ein paar Waffenmodule wieder zurückholen. Weil mit kompletter Feuerpower ist das doch schon angenehmer. Oh, und mit dem Angriff von der Seite hat er nicht gerechnet. Was mir auffällt, wir kämpfen irgendwie bis jetzt jedes Deathmatch am Spawn des Gegners. Und ich merke schon wieder, ich werde ganz schön zerfickt gerade und das schaffe ich nicht. Ja, down. Scheiße. Shit. Die sind stark. Keine Frage. Die sind richtig, richtig stark. Ich glaube, ich gehe wieder über rechts. Ja, und was die Panzerung angeht, die Panzerung meines kleinen Fahrzeugs ist eigentlich ganz gut. Der Aufbau ist auch durchdacht mit dem Waffensystem, dass möglichst viele Blaster auf einmal schießen können, aus der Fahrt raus, aus dem Sturm, aber auch aus dem Stand nach oben, damit ich immer die Flak geben kann. Ihr seht schon hier, wenn ich den jetzt ein bisschen hin und her rudere, da schießt der abwechselnd einfach so viel, haut der so hart raus. Und wenn ich jetzt hochschießen würde, wenn da einer fliegen würde, dann schießen alle Laser am Panzer gleichzeitig. Das heißt, ich mache maximal Damage auf Flugzeuge. Hier im Sturm natürlich auch maximal Schaden. Nur meine Waffensysteme sind einfach schlecht gepanzert. Die sind zu leichte Angriffsziele. Ich ziehe mich jetzt einmal komplett zurück. Ich repariere mich. Ich habe, glaube ich, auch eine Kette verloren. Und alles wieder da. Nice. Oh, da haben wir schön mit drauf gehauen. Assist gibt's, glaube ich. Ja, genau, Assist gibt's auch. Wo kriege ich aufs Maul? Ach, von dem. Auch ein cooles Design. Schieß mal den mal die Waffen runter. Also machen die das dann ja auch immer. Jetzt schön an die ungepanzerten Stellen. Ja, spring ruhig, da bist du verwundbar für mich. Bam. Weg die Sau. Und ich krieg damit schon hinten Kampfläufer. Okay, das wären jetzt zu viele. Ich habe noch ein Geschütz dran. Die Geschütze sind komplett im Arsch. Schaffe ich es noch, mich zurückzuziehen? Okay, ich kann es schaffen. Ich will nicht sterben. Ich möchte meinem Team jetzt keinen Death kosten. Bam. Abschuss. Schön aus der Ferne drauf schießen schon. Ich
kommst nicht weg. Das Kampfläufer wird stürmen. Dafür sind wir gebaut. Stürmen funktioniert an sich ziemlich gut, da das Ding so eine fette Panzerung hat. Muss halt nur noch versuchen, irgendwie jetzt rauszukommen. Aber na, jetzt muss ich leider einen Death. Einen Death habe ich jetzt, schade. Ah, der zweite schon wieder. Ja, stimmt, am Anfang direkt einfach gestorben. Denn das ist ja der Sinn eines Deathmatches, dass man halt nicht stirbt. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Und noch sind wir ganz gut in Führung. Oh, der haut mir ordentlich Damage. Aber ich hau dem auch. Ruckzuck gehen sie down hier. Oh, das wird für mich ein Rückzug. Ich habe viele Geschütze verloren. Fast alle. Jetzt heißt es weg. Weg, weg, weg. Klasse Taktik. Jetzt drehe ich rum. Komm wieder über die Seite. Vielleicht hat er mich ein Stück verfolgt. Ah, nee, hat er leider nicht. Schade, hätte man damit rechnen können. Okay, wenn der stürmen will, dann hat er natürlich nicht mit der Flak gerechnet. Ja, da kann man schon mal sagen, Flak live. Flak live. Alter, das ist voll der Nahkampf-Heini hier. Er macht dich ja One-Hit mit seiner Scheiße. Wenn er dann mal rankommt, weil er kriegt schön schnell Schaden, wie ich das sehe. Komm, ich gehe jetzt hier auf den Würfel. Ein Kill noch mitnehmen. Nice, und den auch noch, komm. Komm, den gönne ich mir noch. Ich habe noch die Kampfmitte. Nice, Double Kill für mich. Aber jetzt werde ich down gehen. Jetzt gehe ich down, ja, jetzt kriege ich zu dick Schaden. Ich bin ein bisschen im Kreis. Komm noch mal die andere Seite. 2, 1. Nice. Ich hab's Scheiße. Im Moment kriege ich einen Hit von hinten. 8 Sekunden. Bleib mal hier stehen. Nice. Nice. 9-2. Richtig geil. Wieder die meisten Punkte wieder auf dem Server. Nice. Ich kann einfach nur nice sagen. Es macht einfach höllisch Laune. Es macht höllisch Laune, dieses Spiel. Aber wieder einen guten Schritt in Richtung Level 5 gemacht. So, dann heben wir unsere Kiste noch auf. Eine goldene dieses Mal. Und da haben wir, ja, nehme ich auch, klar. Kanten können wir auch brauchen. Gut. Da hat sich der SK Panzer 1 mal wieder richtig gut bewiesen, dass er was drauf hat. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt RoboCraft mit mir, dem Sarius. Macht's gut, ciao.